Mein Name ist Hans-Josef Dederichs. Ich bin 56 Jahre alt und bin hier in Erkelenz geboren. Ich lebte vor der Umsiedlung in Kuckum und bleibe meinem Heimatort auch nach der Umsiedlung treu. Ich bin seit 1999 Mitglied im Stadtrat. In diesem Jahr bin ich Ihr Bürgermeisterkandidat der Grünen hier in Erkelenz. Ich habe als Diplom-Verwaltungswirt den Aufbau und die Organisation einer Verwaltung studiert und später in der Praxis kennengelernt. Verwaltungsarbeit ist mir seit 38 Jahren vertraut. Mein derzeitiges Tätigkeitsfeld ist das Polizeipräsidium Mönchengladbach. Ich weiß, wie Behörden funktionieren und ich weiß auch, wie man eine Behörde führt. In den ersten 100 Tagen werde ich die letzten Maßnahmen zur Umstrukturierung der Stadtverwaltung umsetzen. Sie wurde von allen Parteien im letzten Stadtrat beschlossen und konnte wegen Corona nicht wie geplant im vorgesehenen Zeitraum zum Abschluss gebracht werden. Dann gilt es zu prüfen, wie die Stadt Erkelenz rechtlich sicher und erfolgreich für einen Erhalt der bedrohten Dörfer und eine weitere Verkleinerung des Tagebaus Garzweiler II agieren kann. Bei der Umsetzung der grünen Ziele ist es wichtig, einen breiten Konsens zu schaffen und möglichst alle ins Boot zu holen. Deshalb wird gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Fachleuten in den verschiedenen Ämtern die Wiederbegrünung der Innenstadt geplant. Auch für die Weiterentwicklung der fahrradfreundlichen Stadt Erkelenz und andere wegweisende Themen setze ich auf eine breite Bürgerbeteiligung. Und nein, ich werde nicht alle Autos aus der Innenstadt verbannen, denn auch hier setze ich auf ein konstruktives und rücksichtsvolles Miteinander aller Verkehrsteilnehmer. Erkelenz ist in 5 Jahren eine schuldenfreie Stadt mit einem blühenden Zentrum und starken Ortschaften, mit Gewerbe- und Wohngebieten in einer intakten Natur. Erkelenz wird eine bunte, tolerante und weltoffene Stadt sein, in der die Bürger mitbestimmen und sich wohlfühlen. Die Schullandschaft wird sich zum Wohle aller Schüler und im Sinne von mehr Bildungsgerechtigkeit verändert haben. Die Betreuung der Kinder wird flächendeckend vor Ort und nach dem Bedarf der Familien organisiert sein. Bus, Bahn, Fahrrad und Auto werden nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten vernetzt sein. Meine Kandidatur als Bürgermeister der Stadt Erkelenz ist verbunden mit dem Versprechen größtmöglicher Bürgerbeteiligung bei relevanten Entscheidungen. Dafür stehe ich und dafür stehen die Grünen. Denkverbote in der städtischen Schulpolitik wird es mit mir als Bürgermeister nicht geben. Das Ziel ist eine digitale Schullandschaft, die einer wohlhabenden Kommune wie Erkelenz gerecht wird. Das Thema Sicherheit liegt mir als Polizeihauptkommissar besonders am Herzen. Hier setze ich auf eine stetige Präsenz der Mitarbeiter der Polizei und des Ordnungsamtes, das Verantwortungsbewusstsein der Erkelenzer Bürger und den dauerhaften Dialog mit allen Bevölkerungsgruppen. Die solide Finanzpolitik der Verwaltung werde ich fortsetzen und bei den Projekten grüne Akzente setzen. Förderanträge nur um der Fördermittel willen wird es mit mir als Bürgermeister nicht geben. Ich werde als Bürger für Bürger die Verwaltung führen. Es ist für mich kein neuer Beruf. Es ist die Möglichkeit, gemeinsam mit Ihnen Erkelenz neu zu denken. Es lohnt sich. Dafür bitte ich Sie am 13. September um Ihre Stimme.